In der Finanzanalyse und im Bankwesen werden verschiedene Verfahren zur Erstellung von Insolvenzprognosen verwendet. Diese Prognosen zielen darauf ab, das Insolvenzrisiko und die Wahrscheinlichkeiten zu bestimmen, mit denen Wirtschaftssubjekte innerhalb eines bestimmten Zeitraums, typischerweise ein Jahr, insolvent werden. Hier sind einige spezifische Daten und Verfahren, die bei der Erstellung von Insolvenzprognosen berücksichtigt werden. Jahresabschlüsse. Diese umfassen finanzielle Statements wie Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen, die Aufschluss über die finanzielle Situation eines Unternehmens geben und zur Beurteilung des Insolvenzrisikos herangezogen werden können. Finanzkennzahlen. Dazu gehören Kennzahlen wie Schuldenquote, Liquidität, Rentabilität und Kapitalstruktur, die zur Beurteilung der finanziellen Stabilität eines Unternehmens dienen. Scoring- oder Kennzahlenmodelle. Diese werden verwendet, um ordinale Insolvenzprognosen zu erstellen, die lediglich zwei mögliche Ausprägungen zur Beurteilung der eingewerteten Unternehmen kennen. Unternehmen A wird voraussichtlich innerhalb eines zu spezifizierenden Zeitraums ausfallen, versus Unternehmen B wird voraussichtlich innerhalb eines zu spezifizierenden Zeitraums nicht ausfallen. Logit-Modelle. Mit diesen Modellen werden kardinale Insolvenzprognosen erstellt, die jedem Unternehmen eine Wahrscheinlichkeit zuordnen, mit der das Unternehmen innerhalb eines zu spezifizierenden Zeitraums ausfällt. Intuitive Beurteilung. Informelle Insolvenzprognoseverfahren nutzen die Intuition und persönliche Erfahrung von Kreditanalysten, um Insolvenzprognosen zu erstellen. Dabei können Checklisten, Leitfäden oder Verfahrensvorschriften zur Unterstützung verwendet werden. Die Wahl des spezifischen Verfahrens hängt von der Art der Prognose ab, die benötigt wird, sowie von der beabsichtigten Nutzung der Prognose, wie beispielsweise der Entscheidung über die Art und Höhe von einzufordernden Sicherheiten oder den festzulegenden Überwachungsaufwand. Betriebswirt IHK in rund 64 Stunden. Traum oder Wirklichkeit? Unter dem Video auf mehr klicken und dann auf den Link.